Liebe Schwestern und Brüder, in diesem Sonntagsevangelium geht es um Vergebung. Petrus stellt Jesus die fast rhetorische Frage, wie häufig man eigentlich seinen Mitchristen vergeben soll. Reicht das 7-mal, Herr? Fragt er. Und Jesus antwortet vermutlich lächelnd und gütig, nein, Petrus, 77-mal, 7-mal sollst du deinem Nächsten vergeben. Und er erzählt eine Geschichte vom Himmelreich, wie das mit der Vergebung ist. Da hören wir von einem König, der einen Knecht hat, der ihm die unfassbare Summe von 10.000 Talenten schuldet. Weil der nicht zurückzahlen kann, erlässt er die Schuld. Und was macht der Knecht? Alles andere als dankbar wendet er sich seinem Mitknecht zu, der ihm 100 Denare schuldet. Eine lächerliche Summe. Ihn lässt er ins Gefängnis werfen, so lange, bis dieser die Schuld bezahlt. Die Summen, die wir dort im Evangelium hören, sind uns heute fremd. 10.000 Talente, eine unfassbare hohe Summe. Die reiche Stadt Athen erwirtschaftet im Jahr 2.000 Talente als Steuereinnahmen, ganz Galiläa nur 900 Talente. 100 Dinare sind 3 Monatsgehälter eines ganz armen Arbeiters. Was will uns Jesus damit sagen? Gott ist großzügig, barmherzig und mildtätig zu uns. Und wir als seine Kinder sollen es ebenso sein. Die Schuld unserer Mitbrüder und Schwestern uns gegenüber ist so vergleichbar klein wie die 100 Denare gegenüber den 10.000 Talenten. Seien Sie so wie Jesus, seien Sie so wie Gott. Vergeben Sie Ihrem Nächsten, seien Sie mildtätig, seien Sie barmherzig. Denn Gott ist es auch und wir als seine Kinder sollen es ihm gleich tun. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ihr neuer Kaplan Markus Brandt.